Aloha, Skyden-Freunde! Herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Skyden! Und ich habe schon wieder jemanden dabei. Und diesmal jemand ganz Besonderen, nämlich den Taddle alias Captain Timo. Hallo. Hallo. Hallo, Taddle. Ich bin so happy, dass er mit mir aufnimmt, weil Taddle ist nämlich mein Lieblings-Minecraft-Spieler. Oh. Guck mal, wir können sowas machen. Ja, wir wollen uns hier um einiges kümmern heute. Guck mal, wir werden beobachtet. Jetzt nicht mehr. Fail. Oh, ich auch. Scheiße. Warte mal eben. Ich muss mal eben meine Einstellungen machen hier. Ja, ich muss euch leider wieder ein bisschen runtersetzen hier. Sichtweite gering. Muss jetzt erstmal reichen. Ja, was haben wir denn jetzt überhaupt vor hier? Wir haben ja einige Baustellen. Ich dachte erstmal der Nässe. Erstmal den Nether. Okay, dann lass mich die Mobs hier eben noch killen. Oh, scheiße. Mit Hand. Nee, ich hab doch noch ein Schwert. Nee, hab ich nicht mehr. Aber liegen hier keine drin? Nee, auch nicht. Oh. Mach du's. Ich mach mir jetzt mal eben ein paar Schwerter. Wir waren letztens mal kurz, ich habe der Kapako und dem Taddle letztens gezeigt, wie weit ich hier bin auf der, oder eher gesagt, die Kapako, die guckt ja immer meine Let's Plays. Und dann hat die gesagt, Lay, ich weiß gar nicht, warum du da oben das Ding da nicht wegmachen kannst. Und dann wollte sie mal kurz gucken, dann habe ich ihr das gezeigt. Ja, und dann hat der Taddle hier ein bisschen an der Mob-Farm rumgespielt und hat, glaube ich, ein Eisen gefarmt dann, ne, währenddessen. Kann das? Ich weiß noch nicht, wo ich das jetzt hingelegt habe. Gut, dann lass uns mal Richtung Nether gehen. Weil die Faily und ich haben natürlich wieder total gefailt bei der letzten Aufnahme. Ja, die ist nicht so ganz optimal. Und da wir ja auch einen Skyden-Community-Server haben, wo wir auch separat Skyden drauf zocken, wissen wir jetzt, wie es besser geht. Und der Taddle, der hat da ein besonderes Händchen für. Deswegen hilft er mir heute. Der ist nicht so gesprächig. Nee. Aber ist nicht schlimm. Denn wenn er was sagt, dann hat es auch Hand und Fuß. Wow. Guck mal, die funktioniert doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hallo. Was machst du jetzt? Das ist alles weg? Alles muss weg, ja. Eigentlich sollten wir oben anfangen. Ja. Wir haben aber nicht genug Leiter. Ich hab welche bei. Das ist nice. Guck mir nicht auf den Hintern. Nee, nur auf die Schuhe. Hallo. Runterfallen. Danke. Oh, Taddle, sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Ich will den da runterschießen. Der will aber nicht, guck mal. Wow. Du sollst da runterfallen, jetzt! So, jetzt ist alles frei. Jetzt können wir. Ich glaube, dann mache ich erstmal da, wo die spawnen hier. Dann. Ich bin runtergefallen! Ich komme. Ich hätte gerne ein Eisenschwert. Taddle. Alles klar? Ja. Rede mit mir. Rede doch. Wow. Okay, dann alles weg. Wirklich alles oder die Plattform hier oben stehen lassen? Erstmal bis zu dem Kranz. Okay. Und den Kranz dann hier lassen, oder wie? Ja. Aber muss das denn nicht bleiben, hier oben? Ist das nun nicht nur hier unten weg? Wieso? Wir müssen erstmal hier oben eine Plattform bauen, wo die dann drauf spawnen. Der Rand kann theoretisch bleiben hier, aber das ist nur ein bisschen noch nach hinten weiterbauen. Hier muss dann alles drunter weg. Können wir das nicht irgendwie anders machen? Kannst du nicht mal kurz einen Abbauzauberstab zaubern? Nee. Warum denn nicht? Hier habe ich Tomcraft nicht erforscht.
das kotzt mich ja jetzt gerade irgendwie total an, ne? Dass wir das jetzt alles wieder wegmachen müssen. Können wir das nicht anders machen? Das lassen wir dann einfach so und dann machen wir nur hier drin. Ups. Da ist noch mein Stein. Ja, soll ich den da reintun? Ja. Captain Timo. Wie willst du es denn sonst jetzt machen? Wie komme ich jetzt da runter? Auf die Leiter fallen. Aber wir müssen oben noch den Rand rumbauen. Oh, ich bin runtergefallen. Da sind eigentlich die Leitern, gut zu wissen. Ich komme wieder hoch. Yes. Und nimm den Stein hier mit. Ist das eigentlich Cheaten, wenn man sich den Magnet anmacht hier? Weiß es nicht. Ich finde den Magnet ganz cool. Nützlich. Ja, also Leute, ich zeige euch jetzt mal den coolen Magneten. Und zwar könnt ihr, wenn ihr, ich glaube, das war Escape, ne? Genau, wenn ihr E drückt, dann seht ihr hier Turn Magnet Mode On. Und ich zeige euch das jetzt mal, wie das funktioniert, wenn man den anmacht, falls ihr das noch nicht wisst. In der unmittelbaren, habt ihr gesehen? Da kam mir gerade was zu, da kommt mir das Zeug zugeflogen, was der Tuttle da vorne abbaut. Das ist so ein Magnet, der die ganzen Items dann magnetisiert und zu euch zieht. Und das finde ich richtig cool. Ich meine, manchmal kommt ihr, wir haben jetzt gerade, Tuttle hat jetzt gerade bei uns auf dem Community-Server, wir zocken ja da auch Skyden, hat er jetzt gerade den Golem, wie heißt denn der eigentlich? Der da für euch farmt und so, der macht die Farm. Ja, und das ist natürlich doof, wenn du dann da vorbeigehst, der hat gerade was abgebaut und zack, hast du das Zeug im Inventar, ne? Das ist natürlich blöd. Oder wenn irgendjemand anders gerade die Baumfarm rodet oder so und du stehst 20 Blöcke weit weg und zack, hast du das ganze Zeug im Inventar. Aber sonst ist der wirklich sehr nützlich, weil gerade hier auf Skyden, wenn dir irgendwas runterfällt oder so, ja, dann ist es ja weg, ne? Du hast ja hier nicht so viel Platz. Und dafür finde ich den super, den Magneten. Nur, ihr werdet gleich sehen, gleich werde ich das ganze Inventar voll haben mit Stein und der Tuttle nicht ein. Ups, meine Spitzhacke ist kaputt. Meine auch, ich hole neue. Okay, super. Okay, dann crafte ich in der Zeit mal meinen Bogen hier wieder. Oh, ich freue mich auf die anderen Welten. Wieder so eine Kacke. Kommst du eigentlich auch? Komm, die Hölle ist doch cool. Tuttle, kommst du eigentlich auch hier mit auf die Community-Welt dann? Weil ich brauche dich hier ganz dringend. Du bist ja der Zaubermeister und so. Kann ich machen. Du musst auch nicht aufnehmen. Mal gucken. Komm schon. Warte auf dich. Da draußen vor der Tür. Ach nee, das ist bei uns. Eigentlich sollten wir uns da unten hier im Nether auch eine Crafting Bench und so hinstellen. Habe ich eben auch gedacht. Können wir ja machen. Ich habe eine Crafting Bench bei. Warte mal, ich habe volles Leben. Das heißt, ich sterbe nicht, wenn ich... Aua! Hier runterfall. 3,5 Herzen noch. Ich mache das mal eben. Du das. Ich habe eine Crafting Bench hier. Zufällig dabei. Und dann muss natürlich... Oh, danke schön. Bitte. Dann muss... Hier was drauf. Zack. Super schön. Was ist Fledermaus? Na, die ist bei mir. So. Ups, bist du runtergefallen? Ja. Jetzt verbrenne ich. War doch nicht. So, und die Truhe direkt daneben. Und da auch dann so ein Ding drauf. So. Zack. Sehr cool. Guck mal, da können wir dann den Mob-Drop reinpacken. Und ich komme. Ja, was Feli und ich hier schön in mühevoller Kleinstarbeit dann gemacht haben, bauen wir jetzt wieder ab. Wie spannend. Mhm. Hätten wir ja eigentlich mal offscreen machen können. Theoretisch, ja. Hatten wir das nicht auch eigentlich vor? Ich weiß nicht, was wir letztes Mal alles gemacht haben. Ich glaube, ich habe das gemacht. Ich habe das nur nicht gespeichert. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir letztens, wo wir hier die ganze Zeit drauf waren und gequatscht haben, ich währenddessen die Mob-Farm abgebaut habe.
Kommt gut hin, ja. Und wir müssen auf jeden Fall diese gleiche Farm haben für Base, ja. die Blaze, weil die ist echt effektiv, die wir uns dahin gezimmert haben. Also lassen wir den Einzelnen hier noch stehen. Welchen einzelnen? So, ja, Hier den Mittelalter, ja, Einzelnen. bitte. Okay. Ich hatte den nämlich gerade abgebaut, hast du bestimmt gemerkt, ne? Nö. Ich von hier oben nicht. Aber ich brauche neuen Kabel. Ja, mach mal dein Dings an. Warte, ich gebe ihn dir. Ersten. Viel. Nö. Ich hab keinen Magneten. Warum? Kann ich nicht anmachen. Und er ist nur aus. Hier. Warte mal eben. Ups. Ma. Warum macht denn der das jetzt nicht? Hä? Wieso schreibt denn der mir? Das ist ja fail. Der schreibt mir anstatt den. Irgendwas stimmt da hier nicht. Dann los. Der macht mir kein Slash mehr. Microphone muted. Microphone Dann activated. klemmt, glaube ich, deine Steuerungstaste. Nö, der macht mir kein Slash mehr. Der macht mir immer ein Und. Ah, da hast du deine Tastatur auf Englisch umgestellt. Drück Nein! einfach mal auf dieses Rautezeichen. Ich glaube, dann kommt auch eine Slash. Ja, aber andersrum. Nein. Doch. Na, wenn ich jetzt Punkt mache und dann das kommt bei mir da. Nö, bei mir nicht. Guck mal, bei mir kommt das. Na, dann Moment. Dann versuch mal mit dem Unzeichen, ob dann Slash kommt. Nö. Dann kommt das. Dann solltest. Und jetzt kann ich keine Befehle mehr eingeben, oder Dann wie? musst du unten mal an deinem PC auf Deutsch wieder stellen, wo jetzt Englisch steht. Warte mal. Na, das kann ja nur an der Tastatur liegen. Ma, wieso macht denn das So, nicht? egal, ich brauche keinen Magnet. Okay, da müssen wir später auf jeden Fall mal gucken, dass wir das wieder hinkriegen, ja? Ja, du hast nur deine Computersprache auf Englisch umgestellt. Wie habe ich das gemacht? Geht mit irgendeiner Tastenkombination, aber ich weiß gerade nicht mit welcher. Geil. Wo bist du denn? Unten, ich baue noch oben fertig kurz. Naja, wie gesagt, ich habe genug Kobbel jetzt, ne? Ja. Und wie hast du das jetzt vorgestellt? Machen wir jetzt dieselbe wie Ja. drüben? Ja, die ist ja ganz effektiv, ey. Da gehst du kurz zu den Blazes hinten und dann hast du hier zig von diesen Zombie-Pigments drin. Das ist echt cool. Ich freue mich auch schon auf die guten Schwerter und so. Ich glaube, jetzt im Moment kann ich die schon kaufen. Beim Arcanist gibt es die, glaube ich, ne? Ja.